kleinen Know-how-Folge. Was? Eine Art Special Edition. Hallo ihr Lieben! What's up? Willkommen bei einer neuen Folge von T.K. Gay! Zu einer kleinen Know-how-Folge. Was? Hä? Das ist ja ziemlich lange her, genauer gesagt fast 5 Monate. Eine Ewigkeit später. Im letzten Know-how-Video haben wir euch ja so ein bisschen erklärt, wie überhaupt so ein Programm von uns aufgebaut ist und welche Elemente da überhaupt drin vorkommen, was wir da überhaupt machen. Und heute soll es um all die neuen Sachen gehen, die zur neuen Saison nach Olympia dazugekommen sind. Also, das letzte Video haben wir beendet mit den choreografischen Elementen, weil die meistens immer zum Ende des Programms sind. Und genau darum geht's heute. Die sind nämlich richtig neu. Es gibt ein paar weitere. Genau. Genau, ja. Stimmt. Richtig. Und zwar, genauer gesagt, gibt es 2 neue choreografische Elemente. Wir haben einmal die Choreo Twizzle. Die kennt ihr das hoffentlich schon. Das haben wir schon gemacht. Dann haben wir Choreo Lift. Das haben wir auch schon besprochen. Auch abgehakt. Und dann haben wir noch, hilf mir aus. It was at this moment he knew. He fucked up. Die Choreo Spin. Okay, Choreo Spin, richtig. Aber was ist jetzt neu? Was ist neu? Ich glaube, da kam sowas wie ein Choreo Step dazu. Hä? Ein Choreo Step ist ein Schritt. Schritt, auf genau. Touch. Also wir haben ja auf der Eisfläche die 2 langen Banden, 2 kurze Banden. Und der Choreo-Schritt muss von der langen Bande zu der langen Bande gelaufen werden. Aber das Wort Choreo, das sagt ja eigentlich schon so ein bisschen so aus, was das Ganze beinhaltet. Also Choreo, es geht da mehr um die Choreografie. Also dieser Schritt braucht keine schwierigen Schritte beinhalten, sondern nur, da wird Wert drauf gelegt auf die Choreo. Ja, also auf die Kreativität, genau. Und nicht auf die Technik. Man muss nicht irgendwas sonderlich Schwieriges machen, sondern es muss einfach fantasievoll zu der Musik, zur Idee der Kür was Cooles aufgebaut werden. Die internationale Eislauf-Union will einfach, dass die Kreativität in den Vordergrund kommt, denken wir. Also wir haben ja Eistanzen und Eistanzen besteht ja meistens aus vielen schönen Sachen. Deshalb. Okay. Also nur eine Regel: von Bande zu Bande muss es klar und deutlich gelaufen werden. Mhm. Fast wie gerade auf einer Linie wieder hinauskommen. Das zweite neue Element ist Sliding Movement. Sliding Movement, also rutschende Bewegung. Da wird vorgeschrieben, dass das Paar, also die beiden Partner, nebeneinander oder so ein bisschen versetzt auf egal was für einem Körperteil rutschen sollen. Auf dem Kopf, auf dem Arm, auf dem Schuh. Ist völlig egal. Alle, also die wir kennen, wir wussten überhaupt nicht, was wir uns da am Anfang vorstellen. Ja, also es ist am Anfang Sliding Movement, was soll das sein? Ja, also am Anfang wusste keiner so wirklich, was zum Teufel wollen die von uns. Aber jetzt sind die Regeln raus, jetzt ist alles geklärt. Einige haben es drin, wir haben es drin. Ja. Wir haben die Gelegenheit genutzt, direkt mal was Neues auszuprobieren. Und es ist, also mir gefällt das Element, ja, auf jeden Fall. Wir glauben, dass wir da echt ein paar interessante Sachen sehen werden, beziehungsweise selber auch ausprobieren können. Dann ist halt dadurch, dass wir jetzt so viele Choreo-Elemente haben, ist es für die Senioren ein bisschen anders. Wir haben ja davor gesagt, dass man 2 choreografische Elemente braucht. Jetzt brauchen wir 3. Aber der Choreo-Step muss drin sein. Wirklich vollgepackt, das Programm. Und apropos vollgepackt, wir haben nämlich noch etwas Neues. Eine kleine Veränderung. Und zwar hatten wir im letzten Video gesagt, dass wir 2 Schrittpassagen drin haben. Eine fällt weg. Das heißt, wir müssen in der Kür nur eine Schrittpassage machen
nach Wahl, also ein Kreisschritt, eine Diagonale etc. Aber dadurch, dass die andere Schrittpassage wegfällt, müssen wir was kommt machen? Natürlich eine andere kleine hinzu, und zwar eine One-Foot-Section bzw. Schrittfolge. Hä? Was soll das denn heißen? Okay, ganz kurz und knapp, 4 schwierige Schritte auf einem Bein parallel gleichzeitig machen. Richtig? Richtig. Richtig, okay. Ohne Absetzen. Ohne Absetzen. Wie gesagt, auf einem Bein muss da die ganze Zeit gelaufen werden. Und man kann das komplett parallel machen, man kann das aber auch so ein bisschen als auch verwirrten Kreis machen, wie man will. Hauptsache, man macht es parallel. Hauptsache, man macht es richtig. Oder richtig. Ja, also da werten die technischen Spezialisten die Ausführung der Kanten und dementsprechend gibt es da ein Level drauf. Genau. Beide Partner. Apropos, da ist noch eine neue Regel. Diese One-Foot-Section wird separat. Richtig, die wird nämlich separat gewertet. Genau. Also einmal Junge und einmal Mädchen. Zwar natürlich, es wird beim Mädchen und beim Jungen geschaut, aber das schwächere Glied in dem Team, sage ich mal, nach dem wurde sich orientiert. Das heißt, wenn zum Beispiel das Mädchen nur 2 Schritte gemacht hat und der Junge 3 richtige Schritte, dann bekommt man den Level für die 2 Schritte, weil natürlich weniger Schritte gemacht worden sind. Man kann in den Details, was wir in dem nächsten Know-how-Video erklären werden, dann sehen, wie viele Schritte der Junge geschafft hat zu machen und wie viele Schritte das Mädchen. Das bedeutet, jeder kleine Fehler wird auffallen, den ich mache. Also allgemein kann man sagen, es ist echt ziemlich viel dazugekommen, viel Neues, viel Kreativität wird erfordert. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Herausforderung und wir werden noch mehr in diesen Videos ins Detail gehen, um euch das noch genauer zu erklären. Genau. Und also wir sehen uns nicht in 5 Monaten wieder. Nein, diesmal haben wir uns vorgenommen, wir halten dieses Format, diese Serie bei. Schreibt uns auf alle Fälle ein Feedback, was ihr gerne von uns hören wollt. Genau, haut es unten in die Kommentare rein. Nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr von den Folgen, von den Serien zu verpassen. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Das war so eine kleine Special Edition. Und macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao. Tschüss.